Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen direkt weiter mit dem neuen Google Pixel Fold Foldable Smartphone. Richten das Gerät zusammen ein, Nano-SIM-Karte liegt parat, wir durchlaufen den Einrichtungsprozess und dann schauen wir einmal rum, welche Apps sind vorinstalliert, wie viel von den 256 GB in der Basisversion sind noch frei, was machen Kameras, Display, Lautsprecher und Co. für den ersten Eindruck und ich kann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber als erstes SIM-Karte rein. Auf der Unterseite im zugeklappten Zustand ist die SIM-Karte, befindet sich an der oberen Stelle. Einmal reinpieksen. Ich habe jetzt hier mein eigenes SIM-Kartentool. Dann, das ist nur Platz für eine physische Nano-SIM-Karte und zwar Ecke oben links. Bedeutet so rein, Chip nach oben, wieder reinschieben. Und an der Seite die An- und Aus-Taste oben, das untere ist die Lautstärke-Wippe, drücken, gedrückt halten, dann kommt direkt das Google-Zeichen, die Kiste fährt hoch und wenn das kleinere äußere Display nicht ausreicht, der kann das natürlich einfach im großen Tablet-Modus machen. Und ja, anscheinend bleibt das Pixel Fold immer so minimal noch, klappten sich nicht hundertprozentig auf. Man kann aber, wenn man noch ein bisschen drückt, dann kann man es ganz gerade machen. Sehr interessant. So, Glückwunsch zu deinem neuen Pixel. Deutsch ist ausgewählt, passt. Einrichtung jetzt starten. Mit dem WLAN verbinden. Ich könnte das auch offline einrichten oder mit meinen Mobilfunkdaten. Also, wenn ich Mobilfunk genügend Daten habe oder gerade kein WLAN habe. Aber ich bin zu Hause, ich nutze mein WLAN, wähle mein WLAN aus, gebe mein WLAN-Passwort ein. Dann werde ich gefragt, möchte ich Apps und Daten von einem anderen Gerät kopieren? In der Regel wird man das ja machen. Was weiß ich, man wechselt von einem alten Samsung Galaxy Fold 4, die 5er kommen ja auch bald, auf so mein Pixel Fold oder irgend sowas. Oder halt von anderen Geräten dann ja. Ich mache das jetzt aber nicht. Ich sage halt nicht kopieren, weil ich halt wissen will, was ist hier nackig drauf installiert und halt der verfügbare Speicher. Deswegen lasse ich es einfach mal rödeln. Sehr interessant. Ich kann es auch einfach zuklappen. Dann wechselt es zwar nicht automatisch. Ich muss nochmal An- und Ausschalter drücken. Aber dann könnte ich auch einfach sagen, nö, ich richte es jetzt wieder so ein oder ich benutze es halt auch so. Oder ich spiele einfach schon mal mit rum. Wechsel von außen nach innen, was flüssig funktioniert. Im nächsten Schritt werde ich dann gebeten, mich bei meinem Google-Konto einzuloggen. Also Google-E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort eingeben. Wenn ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert habt, dann über ein anderes Gerät, wo ihr mit eurem Google-Account eingeloggt seid, die Anmeldung noch bestätigen. Dann darf ich auf dem Fold den AGB zustimmen. Ansonsten geht es an dieser Stelle nicht weiter. Kontoinformationen werden abgerufen und ich bekomme die Übersicht zu den einzelnen Google-Diensten. Das einmal durchgehen, durchlesen, möchte ich das aktiviert lassen oder möchte ich dann die einzelnen Punkte deaktivieren, kann man alles machen. Ganz runter scrollen, dann auf Akzeptieren gehen und ich bin im nächsten Schritt. Bekomme einen Hinweis zur beschränkten Garantie, ja okay. Werde gebeten, eine PIN festzulegen zum Entsperren des Gerätes, kann ich auch überspringen, aber ich möchte ja den Fingerabdrucksensor nutzen oder vielleicht die Gesichtsentsperrung, wenn das Fold das hat. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass es das hat, werde aber erstmal gefragt nach dem Fingerabdrucksensor. Ja, den möchte ich nutzen. Hätte ich eben den PIN nicht eingerichtet, dann müsste ich jetzt erst noch den PIN dann einrichten. Lege den Finger auf die An- und Aus-Taste, ja, anheben, dann berühren. Lege deinen Finger mittig auf den Sensor, immer rauf, immer runter. Gleich kommt bestimmt der Hinweis, ne? Jetzt ein bisschen bewegere. Genau, ändere jedes Mal die Position, linker Rand, rechter Rand, oben, Spitze, unten. Ah, wobei, ich bin jetzt ein bisschen schneller als der Sensor. Ne? Immer drauf gucken, lege die linke Seite auf das Ding, immer nochmal die linke Seite. Also nicht selbstständig da rumspringen, sondern schön brav den Anweisungen des, und jetzt die rechte Seite, des Scanners folgen. Okay, ja. Übrigens, das Tippen und auch der eingebaute Vibrationsmotor fühlte sich sehr gut an. Auch im Tablet-Modus war das ein schönes, sanftes, angenehmes Tippen. So, ich könnte jetzt noch einen weiteren Finger hinzufügen, wobei ich mir denke, naja, rechts, ja, okay, rechts, 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 als Linkshänder, dass ich da mal umgreife und vielleicht die linke Fingerspitze benutze. Eher unwahrscheinlich, auch wenn es ne, von der Bedienung möglich wäre als Linkshänder, kein Problem. Aber man bleibt doch dann sehr oft mit rechts dann hängen, es sei denn, Tablet-Modus. Da werden wahrscheinlich viele so halten und dann so drauf drücken. Das heißt, jetzt nochmal den PIN zum Entsperren eingeben. Ja, okay, bestätigen. Ich scanne jetzt fix noch meinen linken Zeigefinger ein als Rechtshänder. Ne, den ich, wo ich dann denke, im Tablet-Modus werde ich dann doch wahrscheinlich mal das Gerät auch mit links entsperren. So, Fingerspitze noch, Fingerkuppe, linke Seite vom Finger. Ja, geht deutlich schneller, wenn man direkt den richtigen Anweisungen
folgt immer noch linke Seite, jetzt die rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rauf, runter, links, rechts, oben, unten, fertig. Noch einen weiteren? Nö, möchte ich nicht, das fällt mir jetzt nicht ein. Einrichtung fortsetzen. Ja bitte, ich möchte noch sehen, was ihr sonst noch zu bieten habt. Okay, die Google-Sprachbefehle, ne, die Zurufkommandos, Hunger und so, ja, möchte ich nutzen. Auch Voice Match, dass meine Stimme erkannt wird, ja, möchte ich auch. Und jetzt wahrscheinlich noch, genau, Assistent, wenn das Gerät entsperrt ist, ne, möchte ich auch nutzen. Bei dieser Stimmeneinrichtung, meine Stimme ist jetzt schon längst bekannt bei Google, einfach den Worten folgen, ne, dann spricht man ein paar so Sätze ein und dann hat das Gerät eure Stimme erkannt. GPay einrichten. Möchte ich das jetzt machen? Könnte man normalerweise Kreditinformationen bei Google Pay hinterlegen? Ja, überspringe ich jetzt aber ganz schnell, weil ich will doch jetzt mit rumspielen. Sofortübersetzung, Musik in der Nähe erkennen. Soll das aktiviert sein? Ja, gerne. Always-on-Display einrichten. Ja, bitte. Möchte ich auch haben. Infos zum Sperrbildschirm festlegen. Was soll angezeigt werden? Die gesamte Nachricht, sensible Inhalte, nicht oder sowas. Auf den Notfall vorbereiten. Einstellungen für die Textanzeige, größer, kleiner. Ein weiteres E-Mail-Konto hinzufügen für berufliches Spam oder sowas und weitere Apps auswählen. Nein, das lasse ich jetzt alles. Möchte ich E-Mails und Tipps von Google bekommen? Auch okay, ja, nein, danke, nein. Kann man aber selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und zum Navigieren wischen. Ah, sehr schön. Ich sage auch einmal ausprobieren, ne, wie man hier das mit dem Wischgesten macht, von unten nach oben in die Mitte. Für Homescreen zurück von der Seite einfach wischen. Ich kann erkennen, ich kriege immer sehr gut, ja gemacht. Und zwischen den Apps wechseln auch von unten und halten. Und dann poppt die nächste auf. Das war es dann auch schon mit dieser Einrichtung. Damit ist das Gerät auch eingerichtet und da sind wir schon. Ja, relativ unspektakulär. Erinnert ein bisschen an das Pixel Tablet. Sah ja ähnlich aus. Auch vom neuen Homescreen als Apps. Alles von Google installiert. Google, YouTube ist drauf. YouTube Music, Recorder, Sicherheit. Das war's. Google Pay sehe ich jetzt gerade nicht. Habe ich auch nicht eingerichtet. Und Wallet auch nicht. Heieieiei. Ansonsten, links habe ich meine Google-Karten mit den Nachrichten. Rechts sonst nichts. Ansonsten wirklich so ein nackiges, reines Android, das auch nicht anders aussieht, wenn ich das Gerät jetzt so benutze. Ne? Klar, also hier jetzt mit den Google-Karten zum Beispiel. Ach, guck mal, doch, das Widget ist jetzt auf der zweiten Seite fürs Wetter und die Google-Karten dann untereinander und aufgeklappt. Der Vorteil vom breiteren Display, ich kann auch links und rechts mehr sehen. Okay, so, dann könnten wir jetzt ein bisschen mit dem Rumspielen anfangen. Und zwar teste ich zuerst den Fingerabdrucksensor. Na, ja, okay, das ist ja immer so, ne? Mal so, mal so. Okay, ich muss tatsächlich drücken. Auflegen nützt nichts. Könnte ich in den Einstellungen wahrscheinlich noch ändern. Draußen genau das Gleiche. Ich teile nochmal drauf. Passiert nichts. Man muss tatsächlich den Fingerabdrucksensor drücken. Dafür funktioniert er jetzt aber auch jedes Mal. Halleluja! Der beste Fingerabdrucksensor vom Entsperrverhalten der letzten 2 Jahre. Geht doch, Google. Müsst ihr erstmal ein Foldable bauen, damit das hinhaut. So, dann gucken wir nochmal ein bisschen rum, wo wir das haben. Und zwar in die Einstellung. Ja, hier nochmal. Ach, guck mal, oh, das gleiche wie beim Pixel. Wahnsinn, dass ich dann hier, wenn ich von unten die Taskleiste, Mac-Nutzer erkennen das teilweise. Oh, Wahnsinn, genau wie beim Tablet machen sie das beim Fold. Aber natürlich nur beim geschlossenen Zustand, ne? Weil da habe ich ja diesen Tablet-Modus jetzt gerade. Wenn ich das jetzt hier, nee, da gibt es diese Option natürlich nicht. Das ist dann wirklich tatsächlich auch der Pixel-Modus. Vom Tablet wird er übernommen, um zu Schnellstart-Apps oder den letzten Apps zu kommen. Schön, schön. Also da bin ich jetzt gerade hin und weg. Aber dass das Ding nicht komplett normal aufhaltet beim Aufklappen, regt mich teilweise noch ein bisschen auf. So, wir gucken, was unseren Speicher angeht. 6% sind belegt, 240 GB sind frei. Hervorragend, Google. Wunderschön. Gerade wenn ich ein Samsung, ich halte die Dinger gleich auch noch ein bisschen nebeneinander und erzähle noch was. Sehr schön. 240 GB sind frei. Klar, ich habe keine Micro-SD-Karten-Erweiterungsmöglichkeit beim Pixel Fold, aber massig Platz, Speicher ist vorhanden. Sehr, sehr, sehr schöne Nummer. Dann gucken wir ein bisschen rum, was haben wir als nächstes? Das Display, große Frage, Autohelligkeit ist aktiviert, könnte man jetzt ja natürlich ein bisschen deaktivieren zum Rumgucken, wobei mit dem schwarzen Hintergrund bringt das jetzt nicht wirklich viel.
Ich berichte dann lieber was. Was natürlich schön ist, dass beide Displays, Innen- als auch Außendisplay, 120 Hertz OLED-Displays sind. So, dunkles Design ist deaktiviert. Dann machen wir das doch nochmal schnell. Autohelligkeit kurz deaktiviert und volle Möhre. Ihr seht es, die Kamera dunkelt was ab. Und ja, würde ich mal sagen, beim Innendisplay, ja. Außendisplay, ich weiß nicht, ich glaube, das Innen- oder das Außendisplay, eins von beiden soll ja ein Ticken heller sein. Ich würde jetzt aufs Außendisplay tippen, wenn ich jetzt mal raten müsste, oder? Wobei das Innere, ja, es ist jetzt unfair, weil es halt so größer wirkt, fühlt man sich dann noch mal mehr geblendet. So, aber das, was mich nur abschreckt, ist, dass Google hier standardmäßig aufs dunkle Display setzt, ne, und solche Sachen wie Always On Display natürlich nochmal deaktiviert hat. Ob sie da ein bisschen Strom sparen müssen. Der 4800 mAh große Akku wird dann wahrscheinlich noch was dazu erzählen und berichten. Ich natürlich auch. Gehen wir weiter. Und zwar, wo hatten wir Sicherheit? Nein, Sicherheit und Datenschutz. Dahin möchte ich. App-Sicherheit, Gerätesperre. Nein, ich will keinen Sicherheitscheck. Displaysperre, PIN. Entsperrung, da haben wir doch die Gesichtsentsperrung. Warum wird die hier wahrscheinlich wieder tief unten drunter versteckt? Entsperren per Gesicht. Geht doch. Dafür muss ich es schließen und die bessere Frontkamera vom äußeren Display benutzen. Denn außen haben wir 9 Megapixel, innen haben wir 8 Megapixel. Ich weiß, Megapixel sind nicht alles, aber anscheinend möchte Google das jetzt damit scannen. So richten sie das Gerät ein, nach unten, da ein bisschen rumgucken. Ich gucke mal, dass ich sitze zwar blöd hinter der Kamera, aber dass die Kamera es trotzdem ein bisschen einfängt, ne? Rauf und runter gucken, sieht gut aus. Vielen Dank, Kompliment, ach, Tag versüßt. Augen müssen geöffnet sein, Sperrbildschirm überspringen. Genau, das ist ja witzig, dass das überspringen. Normalerweise muss man Sperrbildschirm überspringen immer aktivieren, ne? Sonst landet man ja immer im Lockscreen. Hier bleibt es aktiviert, schön, möchte ich haben. Ja, das war's. Und dann gucken wir da jetzt auch nochmal direkt, ob ich denn, ich drücke drauf, zack, ihr habt oben die Animation gesehen. Ich wähle jetzt extra mal einen kleinen Finger, damit man sieht, ne, da oben rotiert der Kreis. Schön. Klappt das denn auch mit dem inneren Display? Machen wir das gleiche Spielchen und da passiert nichts. Toll, gib PIN ein. Nee, krass, Gesichtsentsperrung. Warum das denn, Google? Was ist denn das? Jetzt heißt es, Google geht vom Nutzungsverhalten aus, ich entsperre es so, dann klappe ich das Gerät erst auf. What? Warum? Also das, Google, ich hätte an dieser Stelle eine Frage, warum die Gesichtsentsperrung nur mit der äußeren Kameramöglichkeit ist. Weil ihr habt ja nicht irgendwie eine 3D-Erkennung, Infrarot, ne, was bei Huawei, Apple und so Face-ID 3D-Erkennung oder sowas. Warum sollte denn das nur mit der äußeren klappen? Gut, was haben wir sonst noch? Wir haben das Display, Kameras. Gut, da kann ich sagen, habe ich vorhin schon mal kurz ein bisschen drum gespielt, bin ich ganz ehrlich. Rockte ich jetzt im ersten Eindruck noch nicht. Also, dass Google hier auf den Putz haut und so sagt, wow, super Kameras, 48 Megapixel Hauptkamera, knappe 11 Megapixel weit, knappe 11 Megapixel fünffach optische Zoom. Oh, da war der erste Eindruck, naja. Aber wir machen mal ganz kurz, ja, alles aktiviert. Wir können ja mal, auch wenn es ein bisschen seltsam ist, mit Pixel ein Samsung knipsen. Machen wir mal, ganz normal, Weitwinkel. Oh, der zerrt ja schon beim Vorschau-Ding. Und warum hier ein fünffach optischer Zoom drin verbaut ist? Naja, gucken wir uns die Fotos erstmal ganz kurz an. Das ist Grütze. Also das ist optischer Zoom, das ist nicht digital reingezoomt. Ich weiß, im Video sieht das hier gerade ein bisschen gar nicht. Was hat denn das Faultier? Nee. Die Verzerrungen bei der Vorschau sind behoben. Da sieht man richtig, wie Googles Software vernünftig arbeitet. Da sage ich jetzt hier, naja. Und beim Hauptfoto, ja, okay. Machen wir lieber was Lustiges und zwar wechseln wir auf die Frontkamera. Und natürlich könnte ich jetzt das Selfie mit der Frontkamera machen. Hey, ach, die Kamera befindet sich übrigens oben im Rahmen. Aber ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, sagt der eine oder andere, ja, Faultier, aber Moment mal, du hast doch gesagt, die Frontkamera da ist doch viel besser als die vom Innen. Dann machst du das doch damit. Und dann machen wir das auch mal eben schnell. Hey, da sitzt die Kamera in der Mitte, muss man sich umgewöhnen, außen mittig, innen oben rechts. Aber ich habe hier die andere Taste, ne? Im Sinne von hochauflösende Selfies. Denn du hast ja die Hauptkamera, ist die beste Kamera im ganzen Smartphone, nutzt die doch für deine Selfies. Das heißt, mit Rückkamera ausprobieren, das Smartphone aufhalten, jetzt aber nicht so, also ja schon, aber nicht in die Richtung gucken, sondern in die Richtung gucken. Dann bleibt nämlich das Display aktiv. Ich kann hier in die fette Hauptkamera gucken und jetzt nochmal sagen, hey, so. Und wenn wir uns jetzt natürlich die Fotos, wechselt leider nicht automatisch, das heißt wieder, na, komm mal eben her, ich klappe wieder auf.
So, wenn wir jetzt die Fotos da angucken, denke ich mir, wieso habe ich da ein Foto gemacht? Gehen wir das der Reihe nach durch. Ach, ich habe wieder die Bewegtfotos standardmäßig aktiviert gehabt. Toll. Das ist das 8-Megapixel-Foto von der Tablet sozusagen Kamera. Ja, okay. Das definitiv vom Gesicht schärfere Foto von der 9-Megapixel Außenfrontkamera. Und jetzt das seltsam grenzdebil grinsende, ja, und wenn ich hier reingucke, oh ja, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Das heißt, dieses, ne, wenn Frontvideos auf den Äußeren so rumwechseln, das als Viewfinder benutzen und damit das machen. Oder hier, wie ich jetzt gerade die Videoaufnahme gemacht habe. Ja, ich möchte Video aufnehmen und zwar nicht in Full HD, sondern in 4K mit dem Ding. Und jetzt überlege ich, halte ich das so rum? Wahrscheinlich so rum. Kamera nach oben und unten drauf gucken. Das soll jetzt mal ausreichen. Ich halte das Gerät einfach mal fix in der Hand, spreche in die Kamera. Ihr seht das hier, es ist so Meter Abstand oder sowas, nur um 2, 3 Fotos zu machen. Ach, Fotos, Videos aufzunehmen. Und dann möchte ich mir das jetzt aber auch wieder angucken. Ich wechsle einfach wieder aufs große Display. Ja, schön mit der Taste. Und dann zum Angucken und vor allem zum Reinhören. Spreche in die Kamera. Ihr seht das hier, es ist so okay. Meter Abstand oder sowas, nur um 2, 3 Fotos zu machen. Schön. Ach, Fotos, Videos aufzunehmen, ausreichen. Ich halte das Gerät einfach mal fix in der Hand. Spreche in die... Das ist gerade, hätte ich nicht gedacht, weil das wirkt gerade sehr positiv. Sowohl die Audioaufnahmequalität, klar jetzt nicht besonders laut, auch die Lautsprecher, Standardkost, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr erwartet bei so einem großen Tablet. Aber was ich hier sehe... Die Videoqualität ist gut, die Stabilisierung ist gut und es wirkt gut. Das ist gerade etwas, was ich hier bei meinen Unkenrufen, die ich hier habe und von den Erwartungen nicht gedacht hätte, dass der erste Eindruck, und das ist es ja alles hier, bei den Videos gerade so positiv daherkommt. Weil, piep auf die Kamera, piep auf die Kamera. Aber bei so einem Foldable, wenn ich dann die Außenkamera, die Hauptkamera mit einem Display nutzen kann, das ist all das für die Selfies, für die Videos, für die Urlaubsgrüße, aber auch für die TikToks, für die Insta, für die YouTuber, was auch immer. Ja, und dann muss doch sowas rocken. Und das war gerade im ersten Eindruck gar nicht verkehrt. Wie gesagt, erster Eindruck gucke ich mir natürlich noch groß an, wobei hier auf dem großen Tablet-Display wirkte das ja auch gar nicht mal verkehrt. So, jetzt kommen wir noch zu anderen Eindrücken, die ich habe. Und da hat es das Ding ein bisschen schwer, weil wir reden ja hier von einem Basispreis von 1900 Euro. Von der 2020 Euro-Version für 512 GB fange ich gar nicht erst an, sondern wir reden von 1900 Euro für dieses Ding. Jetzt kommt Samsung, hat natürlich den unfairen Vorteil. An dieser Stelle der Hinweis, das Fold ist jetzt auch schon ein knappes Jahr alt. In ungefähr einem Monat sehen wir die Fold 5, also den Nachfolger. Deswegen ist es so ein bisschen schwer hardwaremäßig zu vergleichen, wobei ich glaube, dass das nach wie vor bei allem gut mithalten kann. Aber der Preis. Ich kriege ein Fold 4 auch mit 256 GB für 700 Euro weniger. Das ist einfach jetzt unfair, weil das Ding ist jetzt ein Jahr auf dem Markt. Gar keine Frage. Ne? Aber man guckt ja, was auf dem Markt ist und dann guckt man sich das an und dann sieht man 1900 und 1200 Euro. Boah, da muss das Ding natürlich richtig mega rocken. Dass ich dann hier sage, dass das Fold fast komplett oder das Pixel Fold fast komplett bündig abschließt, ja, wobei hundertprozentig nicht, links ist noch so ein bisschen Slot da. Kein Vergleich zu der Mega-Hülle mit, oder Loch, was Samsung da lässt. Und da seht ihr auch den unterschiedlichen Formfaktor. Ne, das ist ja das, was ich immer dem Samsung Fold seit Anbestehen aller Zeiten vorhalte. Das hier ist einfach zu lang. Das ist wie eine Fernbedienung. Das ist, nee, dieses äußere Display will ich nicht nutzen. Hier schon deutlich eher. Ich muss zwar sagen, dass das, was das zu schmal ist, ist gefühlt das hier ein bisschen zu breit geworden. Im ersten Eindruck, ja. Aber, das ist beides noch nicht so ganz ideal, habe ich so das Gefühl. Aber wenn ich es dann aufpacke, habe ich ganz ehrlich das Gefühl, beim Pixel ist die Zeit gefühlt stehen geblieben. Wenn ich mir die dünneren Ränder, guckt euch das einfach mal an, die dünneren Ränder bei Samsung angucke, und das Gerät ist schon ein Jahr auf dem Markt, und dann kommt Google hier oben und unten, als ob ich ein Microsoft Surface Phone hätte. Ne? Genau sowas. Also das ist so von der Dicke von den Rändern. Ich habe leider einfach die Angst, dass das Pixel Fold, genau wie die Pixel Watch, ne, wieder für den ersten Versuch, und das ist ja die erste Generation, die Google hier abliefert,
gar nicht so schlecht ist. Dass das halt, ne, für den ersten Versuch gar nicht verkehrt ist. Dass sie aber total auf den Beutel bekommen von der Konkurrenz, die ja schon die zweite, die dritte oder die vierte Generation von diesen Geräten rausbringt. Ne? Und deswegen, vom ersten Eindruck. Aber ich werde natürlich das Fold vernünftig testen, aber das sind natürlich jetzt die Vergleiche, die einem da so ein bisschen auffallen. Ach, guck mal hier, das Fold ließe sich auch gerade. Und das ist so krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Pixel ist dicker von den einzelnen Dingern. Ist es gar nicht. Durch die abgerundeten Seiten sieht das deutlich schlanker aus. Wenn ich dann aber beide zusammenklappe, ne, ist das Pixel immer noch dünner. Ne, auch an der zusammengeklappten Seite deutlich schmaler als das Samsung. Aber ganz ehrlich, das ist nicht so krass viel. So von der Dicke, vom Gefühl, von allem drumherum, nur von der, also ne, auf die Zusammengeklapptheit bezogen. Gar nicht so ein krasser Unterschied, wie ich das jetzt gedacht hätte. Schade, dass ich das Huawei Mate X3 nicht mehr habe. Ja, ich weiß, kann man nicht kaufen, gar keine Frage. Das 99 kommt, nein, sollte niemand in Betracht ziehen eigentlich. Aber das ist schon, da sieht man was, wie man Fold in 2023 eigentlich bauen kann. Da wirkt das Google bei aller Liebe trotzdem ein bisschen altbacken hinterher. Aber ich freue mich, dass Google jetzt auch Foldables macht. Aus zwei Gründen. Nummer eins, Samsung hat einen weiteren Konkurrenten, ohne sich auszuruhen. Ich glaube nämlich, das Fold 5 wird dieses Jahr genauso unspektakulär, muss man ganz ehrlich sagen, wie das Fold 4. Meine Erwartungen sind sehr gering. Ich wurde ja mit dem 4er eigentlich echt enttäuscht. Aber das zweite ist, dass Android von der Software, von den Apps für die Foldables, für alle Hersteller da draußen noch mal interessanter werden. Und auch hier, das ist eine gewaltige Falte, die Google hier verbaut. Und natürlich merke ich diese Kunststoffschicht da oben drüber. Und natürlich wird dieses Ding wahrscheinlich Kratzer kriegen. Und natürlich werde ich damit oben gehen wie ein rohes Ei, gar keine Frage. Aber wenn ich hier wieder gucke und mir dieses Foliending angucke, das, ich weiß nicht, ich habe schon erste Generationsgerät gesagt, ne? Klar, aber wenn ich mir dann das äußere Display im Vergleich angucke, was einfach tausendmal, klar, es ist eine glatte Glasseite, das ist besser, keine Frage, ne? Aber ja, guck, da hast du diese Welle, das ist, klar, es ist Glas gegen Kunststoff, es ist ein unfairer Vergleich, aber trotzdem freue ich mich, gerade bei diesem Konzept, ich habe hier beides, das Große zum Spielen, das Kleine zum schnellen Tippen für normale Nutzung und das Große dann wieder zum, jetzt schmeiße ich mich auf die Couch und relax. Aber das soll es erstmal gewesen sein mit dem Einrichten und einem umfangreichen ersten Eindruck vom neuen Google Pixel Fold Smartphone. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!